Blick op Europa, herzlich willkommen, liebe Leute. Eine von den Prioritäten an die Wahrheit, eine von den Aufgaben, ist eigentlich von der Europäischen Kommission, die Bürger an Europa zu schützen und auch gleichzeitig die Europäische Union auf der internationalen Bühne ein bisschen mehr an die Zähne zu setzen. Das geschieht in der letzten Zeit schon teilweise durch eine verstärkte Präsenz an der Außenpolitik von der Kommissarin, von der Vizepräsidentin Mogherini. Das geschieht auch sonst durch Aktionen, aber das nach keine gemeinsamen Unionen stehen. Und das ist am Anfang das, wo wir schon seit 1950, wo wir keine gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitsunion herstellen können. Das heißt, das ist damals eine Proposition von den Franzosen gewesen, die aber verworfen ging. 1950 steht also eine lange Zeit hier. Los, die ein neues Abkommen durch die rezenten Zwischenfälle und auch durch die Unruhen, die sich rund um die Europäische Union bilden. Es geht jetzt, letzte Mäntig hat der Außenminister und Verteidigungsminister ein Treffen, wo gesagt wurde, dass bessere Strukturen, mehr eine stärkere militärische Präsenz. Bei mir hier im Plateau ist mein Kollege Frank Engel. Moin Frank. Hallo Josh. Hier ist ein für seine Spezialgebiete als Außenpolitik, Sicherheitspolitik, bürgerliche Freiheit. Und die Sachen, das ist etwas, was dich ganz stark interessiert, wo du ganz stark darauf schaffst. Und dafür freut mich, dass der Hai, die Spektateure, kann so ein bisschen darüber erzählen. Was ist dann los, da gemengt, kriegen wir eine europäische Armee, für das ein bisschen provokativ zu sagen? Also, wenn wir die kriegen, dann wäre ich echt zufrieden. Und, ich bin da mängelig nicht lang. Du hast Geschichte historisch positioniert. Europa ist ja eigentlich eine europäische Integration. Ein europäisches Integrationsprojekt hat eigentlich sollen von Anfang an eine Verteidigungsidentität, eine militärische Identität von den Europäern, den nächsten sechs Staaten. Interessanterweise waren doch gerade Franzosen, die das Projekt zu Graf gedrohen haben, weil sich noch bis 1954 eine Majorität in der Assemblée Nationale fand, hat aus Gaullisten und Kommunisten übrigens konstituiert. Das war eine ganz ärztliche, faktische Koalition, die du nicht mehr wollte von supranationaler militärischer Dimension wissen, weil sie aufgrund von dem französischen Gedanken von nationaler Souveränität gemengt haben. Sie könnten das A besser, B nicht mehr selber, und C kämen nicht davor. Ja. Dass irgendwie nicht Franzose, Franzoskiff ein Kehr kommandieren an einer militärischen Situation. La Grande Nation. La Grande Nation, voilà. Und Center hier, geht das nicht mehr. Dass immer mal rum einen zaghaften Urlaub geholt gehen an den 90er Jahren. Und dass auch immer unter Briten Center, dass man die dabei gescheitert, weil es für die definitiv unvorstellbar war, für militärische Souveränität zu teilen. Los sind Briten eigentlich nicht mehr da. Sie meinen zwar nach immer so, wie wenn sie hier etwas mal zu sagen hätten. An dem sie das regelmäßig nur wie vier zählen, es käme ja nicht an tut, dass die Europäische Union sich auf eine militärische Dimension gehen. Und aber merkt den, dass die Bestrebungen für die Führung zu kommen, rum auf der Dereordnung sind. Das ist notamment passiert im Sommer zu Bratislava im September des Jahres. Ja. Wir sind aber noch ganz weit von der Europäischen Armee. Eine Europäische Armee ist also ein Begriff, den heute nach immer eigentlich kaum wird an der Mundhöhle von denen, die national regieren. Wir sprechen von einem permanenten europäischen Kommandozentrum, was ein paar Leute zu Brüssel wären, die eine permanente Präsenz auf derselben Platz hätten, für militärisch problematische Situationen in unserem Umfeld zu gucken, zu überwachen. Und wir nur wie vier, aber noch immer die nationale Armee, die müssten handeln. Schließlich und endlich hockt das immer unter selbe Froh, und auf hat Asta, die wir hatten. An Nordmali wird eine militärische Mission von Europa französisch geleitet. Und dort Dinge noch Lützebäuer unter dem Kommando von einem französischen Offizier. Und das ist überhaupt kein Problem. Weil hier geht es ja nicht darum, dass wir hier unter den Enemy geben fahren. Wir sind hier für den gemeinsamen Enemy. Ja. Wegen wir einen Schach zu halten. Und dort ein Lützebäuer unter einem Franzosen, einem Deutschen, einem Spanier, einem Pol, unter einem Griech. Es gibt Dinge. Solange, wie der vier gesagt, Offiziere, kompetenten Offiziere, als en fait, überhaupt kein Problem, passiert schon. Wir meinen aber noch immer, wie wenn das ein Drama wird. Du geht doch jetzt von so einem Verteidigungsfonds, das heißt, da spielt ja auch ganz viel Geld eine Rolle.
Einerseits gegen Mossen giffen noch natürlich die praktisch, das heißt die verschiedenen Systeme von Sonnenhimmel, von Waffen, ja. Alles, was wir im Moment tun, von Abklärungsarbeit, von, dass das auch eine Vereinfachung durchgestellt, einerseits Verteidigungsfonds, einerseits Geldspuren an einer möglicherweise Uniformisierung oder Harmonisierung von einzelnen Systemen. Alles dazu als Vor an mich. Das ist beispielsweise auch so, dass wir als Gefen zu einer europäischen Bewaffnungsagenz durchgerungen kriegen. Das besaß für eine Stärke selbstverständlich schon, in einer Stärke noch. Da gehen wir auch noch am Bereich von der Recherche, Matre Tombe, weil ja. Du musst ja Sachen dann noch produziert gehen. Ne? Ob man nicht auf Euro kommen, die Loh einfach nicht geht, weil am nationalen Karkan verkauft kein von den Europäern eigentlich genug Waffen, aber wann da wir ein Klient, der muss zweifelhaft, dass er das schlecht gerechtfertigt ist. Ja, ja. Dass sich so ein Opfer gefragt wird, an Europa giffen. Wir müssen einfach sehen, wir haben 2 Millionen Mann und Frauen zusammen an der Waffe. Ja. Das sind da viel mehr wie die Vereinigten Staaten. Parallel dazu haben wir natürlich nur ein Drittel all zusammen vom militärischen Budget. Bei uns sind das die Union 200 Milliarden, die Vereinigten Staaten oder 600. Das ist schon ein Unterschied. Ne? Wir wollen mehr nicht die Ambition haben. Wir verlieren den Krieg feiern. Wir wollen weder Krieg feiern, nach wollen wir eigentlich den Globus gendarmisieren, ja. Polizieren. Ja. Wir wählen also eigentlich just an eine Position manövrieren, wo wir uns selber am Urgroßfall verteidigt kriegen, aber wo wir vielleicht auch an unserer Nachbarschaft ein bisschen für Ordnung können sorgen, da wo ganz viel Unordnung ist, auch wenn die amerikanisch Gelitten auf eine ganze Reihe von Europäern leider eine Koalition mit geforderten Attacken, die keine Zwiebel hatten, keine richtige Zielsetzung. Mit dem Misere haben wir. An dem Misere muss man richtig wenig lesen. Wir könnten Geld sparen, wenn wir von Erfahrung zusammenlegen. Wenn wir kein Geld geben, sparen, geben wir durch gemeinsame Anstrengungen, also Effektivität militärisch, drastisch gesteigert kriegen, was das ist, was man eigentlich werten muss. Man. Besonders wann, wie sich aufzeichnen, die Vereinigten Staaten sich an Sicherheitsfonds an Europa nicht mehr auf der Front konzerniert fühlen. Ja. Sind extrem interessante Perspektiven eigentlich an dem Domain, ob das müssen sie just wollen anschließen. Darauf wollte ich noch zu schwätzen kommen, vielleicht für dich aber ein einer, dass wir brechen im Moment oft nicht mehr die ganze Zeit auf einen anderen angewiesen zu sein. Ja. Das stellt natürlich vor, du stellst natürlich vor sich, wie das am Anklang mit der NATO zu sehen ist. Das heißt, NATO ist das Verteidigungsbündnis, das gibt das nicht zu scheren, das gibt komplementär dazu wirken. Oder gesehen ist das falsch? Ja. Guck, dass du nicht für dich, dass Europa sich mit Verteidigung beschäftigt, am rein europäischen Kontext. Es gibt die Europäische Union. Am Vertrag steht, an dem von der Europäischen Union, dass wir eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik definieren. Und das soll ja nicht eine Konfrontation mit irgendetwas nicht gesehen, das soll ja als Teil von etwas nicht gesehen. Ich wäre immer der Meinung, und ich bin da bei Gott nicht lang, dass die NATO eine Veranstaltung ist, die eigentlich mit zwei Pillen stehen. Einen nordamerikanischen und einen europäischen. Bloß von dem europäischen ist nicht schrecklich viel zu merken. Ne? Was bei uns irgendwo gebrannt wird, von den Balkankriegen angefangen bis zu den letzten, wie gesagt, amerikanisch geforderten Interventionen an der Nachbarschaft, da wären nicht immer sie. Da wären wir froh, wenn die sie eigentlich, voilà, die Brand, eigentlich den Brand gelöscht haben. An einem Angriffsfall, weil NATO was für ein Verteidigungsbündnis, was so organisiert, dass das von einem von den Partnern von Sossenswurz angegriffen wird, die anderen der Beistandspflicht sind, da weiß ich heute mal ganz gerne, wie viel europäisch militärische Lehrkräfte das dann zur Verfügung stehen, wann, ich gesehen nicht kommen, aber wann zum Beispiel Russland geht irgendwo am Baltikum anmarschieren. Ja. Und ob dann nicht schon rum, man eigentlich geben darauf werden, dass die Amerikaner als Kampflicher schicken. So kann ihn auf Dauer, wann er will, an der Welt etwas durchstellen. Nicht funktionieren. Ja. Das schaut auch als außenpolitischer Stärkt. Es ist dummerweise so, wenn du keine Truppen zu bieten hast, da kannst du mit Prinzipien so viel rumwerfen, wie du willst. Wenn man den Knoppern, der Gute an der Schlechte, ja. Na weil exakt wie sie das für gut fanden. Das geht just dann ähnlich, wenn ein Knopper weiß, dass er mit einem stärkeren potenziellen Gegner, wenn es dann einen Gegner gibt, zu denen hört, den er dann auch als Partner ist. Wir haben immer ganz stark auf Diplomatie gesagt, Sanktionen eventuell, und das ist dann der nächste Schritt, für auch da ein bisschen mit TAF können abzutreten.
Ichiw kein großen militärischen Interventionist. Schalen dat am Gegendeel fir meestens katastrophal, wat du geschit van dat muss man. Wie gesagt, die Diplomatie geht umso mehr wirksam, weil der Empfänger von der Diplomatie weiß, dass der Iran ist. Das ist eine Aufschreckung. Vielleicht eine letzte Frage. Nach den Präsidentschaftswahlen in Amerika, als ja dann Lohm und Trump, der neue Präsident, den einerseits Ukrainjungen gemacht hat, andererseits muss er natürlich aufwarten, ob die Ukrainjungen für das Europa nicht mehr so stark unterstützt werden, so viel, dass sie hier eben Roll müsste spielen, dass sie für Finanzament müssten sorgen. Ja. Kann das die Projekt hier ein bisschen beschleunigen oder sagst du das als ein Ukrainjung, die vielleicht einfach an 6 Monaten oder an einem Jahr verpufft ist? Also zum Engen, ich weiß nicht, du weißt nicht, keiner von uns weiß, was Donald Trump als Präsident wirklich will. Das ist was sicher, als er es unsicher hat. Genau, ja, das ist mir ziemlich sicher. Ja. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Präsident ist. Respektive den 20. Januar offiziellen Nachfolger von Barack Obama geht. Aber warten da nicht, aber mit wem das nicht, das sehen wir wahrscheinlich recht dann. Oder an der Zeit bis dahin und nach. So viele Ukrainer, so viele Schlachtwerder an der Landschaft, mehr wenig. Mehr wenig. Ich meine ja, dass ich so muss formulieren, wann Europa überhaupt einkehrt, fertig Krieg, sich eine militärisch, eine verteidigungspolitische Identität an Dimension zu gehen, dann lo und dann so. Dann unter dem Druck, den der einfach national auf Mansen steht, von Vereinigten Staaten, der ihre neue Leadership irgendwie nicht so leicht machen kann, mir selbstverständlicherweise nicht wirklich immer dann zuständig, wenn es irgendwo an ihrer Nachbarschaft brennt. Sollte das so sein, stimmen wir unter Druck. Ich muss auch die Dimensionen sehen. Ne? Ich bin dafür drin, 2 objektiv Zölle genannt, da kommen noch 2 Prozentpunkte vom PIB. An den Vereinigten Staaten ist der Militärhaushalt an der Gegend von 3,3% vom Bruttoinlandsprodukt. Quasi durch die Europäische Union bleiben wir bei 1,2, 1,4 oder so Prozentpunkte. Ja. Netto-Ziel, was wir übrigens bei der Netto-Erweiterung in Richtung Osteuropa, wie wir die angefangen zu praktizieren, immer an Vitrinen gestellt haben, sind 2%. Und denen ist die Europäische Union schrecklich weit weg. Machen die auch nicht Amerikaner. Und auch eine amerikanische Präsidentin, Außen- und Verteidigungsministerin, haben uns in der Zeit immer mal gesagt, ja, dass in einfach mal Fleisch, denke ich, in eine Form machen. Weil objektiv, ob das lo den Donald Trump oder irgendeinen anderen, der amerikanisch öffentlich meint, hat auch keine Lust mehr, dass wenn es irgendwo an der Welt brennt, dann hier jungen Amerikaner, die müssen ausdrücken, weil sonst keiner das kann. Die akzeptieren, dass wenn das an ihrer Nachbarschaft stattfindet, der Fall wäre, oder weil sonst immediat Sicherheitsinteressen von den Vereinigten Staaten im Spiel stehen. Mit dem vom Prinzip her, all das von irgendeinem Schiff lebt, so soll es sein, dass für alle mal Amerikaner müssen ergreifen. Das kriegst du so los, nicht nur der Mama von Dodien Saldoten. Mir auch ganz viele ganz normale Amerikaner haben mir erklärt, die sich so mir das Geld tun. Wir das nicht vielleicht auch gut investiert an alles das, was bei uns nicht mehr geht. Die Infrastruktur, die marode, die Schulen, die nicht funktionieren, eine Gesundheitsversicherung, die alle Menschen aufdecken oder so. Das heißt, so oder so, Trump hin oder her. Und ich finde nicht schrecklich gern, nicht nur während der Emissionen mehr. Einfach so, ich finde nicht schrecklich gern, wie wenn wir so machen, wie wir während dem Donald Trump den Weltuntergang kurz bevorstehen. Das macht alles ganz ähnlich gehen, wie man das sonst gewinnt wäre. Aber da sind Dynamiken im Weg, die uns ja auch betreffen. Und noch heute meine ich also zu lösen, so, dass Leute sich quer durch Europa so und mir, wir haben irgendwo mal gut, weil wir selber könnten einen Krieg kontenancieren, Grenzen schützen. Und so viel, weil das meint die Amerikaner auch nicht viel reißen. Ja, ja. Also da hängt vieles dran, was einfach an der Dynamik so ist, dass es mängelig auch recht anderen zu einer wirklichen Partnerschaft kann feiern, wenn Europa sich aus dem amerikanischen Protektorat, wo man faktisch dran sind, raus kann lesen, aber mehr oder weniger gleichberechtigt an dem Donau vorstehen. Ich will beileben, Partnerschaft mit den Vereinigten Staaten der Sicherheitsfonds nicht abkündigen. Nee, ich meine, weil außerhalb von Europa gibt es sonst nicht ganz viele Plätze, wo man aber einen Weg ähnlich in die Hunde,
wie eine Gesellschaft kein sinnvoll funktionieren, wer Werte sind, die als Person. Da kann man nicht den Partner vergraulen, den also logisch hinaus an Kanadier, an den Partianern, die es so gibt. Also neu dimensionieren, neu erfahren, mit eisen Erfolg, den muss gemerkt. Merci Frank für Rede und Antwort. So oder so geht Partizipation also an die Leute, an die Budgeten. Als Konklusion kann ich sagen, dass in dem Projekt hier mittelfristig aber mal eine Chance kann gehen, soll gehen, weil wir doch brauchen. Merci Frank, merci liebe Spektateure für das Nachgucken. Bis die nächste Mal.